Wenn er hier ganz offensichtlich nach oben. Oh, ist gerade weg. Die will ich haben. Okay, hä? Ich bin gerade. Hier hinten geht's weiter. Ja, hau ja ab. Juhu! Dankeschön. Was ist denn jetzt? Da oben ist die DNA. Danke, dass ihr mich wieder in den Hafen geführt habt. Besucht mich und meinen DNA-Tor mal wieder. Ja, ich höre doch, dass da oben ein Geheimnis ist. Aber hier kommen wir nicht raus, ne? Wir müssen bestimmt von unten nochmal hochfliegen. Aber das kriegt man hin. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt sind wir hier gerade in der Lücke. So. Und hab. Und hab. Dankeschön. Und nach unten und auf eine blöde Biene zu treffen. Hier ist noch eine Fee, die ich haben will. Obwohl wir keine mehr brauchen, aber das. Das ignorieren wir jetzt gerade mal. So. Achso, ja. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ja, bin schon auf dem Weg. Liebe DNA. Ah, Mann. Vielleicht reicht das. Ja. Hier möchte ich einen Screenshot haben, wenn dann die Leiste verschwindet. Ein bisschen mittig stehen. Mal gucken, warten wir mal auf einen coolen Hintergrund. Ah, so hätte ich gerne. Wenn wir uns wieder in die richtige Richtung gedreht haben, ja, oder so. So, recht. Jetzt können wir uns ja eigentlich. Ja. Ich glaube, wir müssen ja sehr viel mit der DNA machen. So machen wir 100% die. Oh, Dankeschön. Karten ist mir egal. Ich will die Federn haben. Wow, jetzt fliegen diese Viecher hier rum, ne? Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Hi, Dausers. Wie geht's? Scheint es gar nicht so viele Pages zu geben. So, besetzt zumindest noch nicht. Sehe ich noch nicht so viel. Es war so nett von euch, den Lichtgeschwindigkeitssturm für mich zu aktivieren. Ihr habt mich wieder in den sicheren Hafen zurückgeführt. Jupp. Habt ihr das Molekül dieser Buchwelt schon gefunden? Ich kann damit meinen grandiosen DNA-Tor betreiben. Wir haben das Ding gefunden. War kein Problem. Zur Seite, Doc. Ich öffne die Maschine und lege es ein. Nicht berühren. Das ist eine sehr empfindliche Maschine. Ja. Verlieren nicht leicht deine Schlüssel. Hoffentlich ist die Transformation echt der Hammer dieses Mal. Ich glaube, wir wären, weiß nicht, relativ groß, habe ich so irgendwie im Gefühl. Machen wir kurz eine 2 Sekunden Pause, ich muss mal kurz was zu trinken holen und dann geht's euch noch weiter. Schneidet euch nicht extra raus, also bis gleich. So, da bin ich ja auch schon wieder. Noch ultra fix hier. Seid ihr bereit zur Transformation? Jo. Oh nein, Alter, ich hab's gewusst. Das sollte reichen.
denke ich mal, du steuerst das Raumschiff mit L und mit A aktivierst du den Boost. Vorsicht, mit X und B was die lösen Waffen aus. Können wir fliegen? Schmelzen. So, aber das können wir auch einfach explodieren lassen. Okay, da können wir zumindest schon mal die Federn hier holen. Und kann man ein Bild davon machen, ja? Leyla ist unser Steuerkorb praktisch, oder Steuermann. Wow. Unser Aussichtsplattform. Einfach niederbrennen hier. Und da können wir nämlich hier das runterlassen. Und im Turm. Ja, meine bessere Sicht. Kein Level in der Kontakt so geht. So. Oh, kurz. Ein, zwei Screenshots. So. Oh. Hey, ihr! Hier oben! Seid ihr bitte so nett, mich aus diesem Käfig zu befreien? Ah ja, kein Problem. Was war die Kanone? Das war die Kanone. Ich mach die mal alle kaputt, aus Prinzip. Ja? Weil ich vor allem hoffe, dass du irgendwo was drin ist. Knopf. So. So, dankeschön. Ach, jetzt geht er um. Das Weltraumtor ist offen. Ich wiederhole, das Weltraumtor ist offen. So, gucken wir mal hier drunter. Wahrscheinlich nichts, oder? Ne. Also wir müssen den Eisblock noch schmelzen, der da am Pier stand vorhin. Hä? Wie komme ich denn da jetzt ran? Achso, von der anderen Seite. Jetzt. So, da ist aber noch eins auf der anderen Seite. Ja, es ist gut, dass der Knopf so markiert ist. Das hätte man fast nicht gesehen, ne? Und jetzt? Achso, ach ja. Jo, getroffen. Ihr habt es geschafft! Juhu! Gefall doch endlich! Du musst schon pflegen. Nicht aber noch auch fallen, nicht nur pflegen. So. Da oben können wir uns noch ein paar Federn holen. Da kommen wir jetzt aber nicht ran. Ja, genau. Dann gehen wir uns schnell den IPG hier holen. Kameraansicht ist ein bisschen doof hier teilweise, finde ich. Ja. So. Hä? Ach, nicht getroffen.
Boah, mir wurde schon ein wenig kalt. Alle wollen da. Hihi. Da ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Ja, ein Kollege. Aber wie komme ich denn jetzt aus dem. Kann ich aus dem Wasser, ne? Weil fliegen kann ich ja nicht, auch wenn es ein Raumschiff ist. So hat sie gesagt. Hä? Ich muss noch mit dem reden. Hallo? Danke nochmal fürs Auftauen. Wenn ihr diese Welt erweitert, können wir gemeinsam ein Abenteuer starten. Ah, okay, cool. Das war zwar jetzt völlig umsonst, dass wir das gemacht haben, aber cool. So, wo können wir denn noch hin? Hier hinten war noch was. Was klingelt denn hier? Na ja, bitte, bitte, danke. Yep. So, nein, ich wollte einen Boost machen. Nein, danke schön. So, jetzt Boost bitte. Genau, hier hinten auf der Seite von der Insel dürfte ja noch was gewesen sein. Ich feiere das gerade so ein bisschen, dass wir einfach mal so ein fucking Boot sind. Und ich dachte, der scheiß Schneeschieber wäre schon abgefahren. Ah, da können wir uns auch noch ein PG holen, wenn wir diese blöde Mission machen. Und die ist echt blöd. Das will ich da mal festhalten hier. Ja. Die ist super blöd. So. Was klingelt denn hier die ganze Zeit? Sind das? Ja, wir gehen erstmal da rein. Den will ich haben. Und dann geht's da rein. Dann will ich rausfinden, was das Ganze so blöde klingelt. Komische Kaverne. Was? Was? Hey, was ist mit denen jetzt? Oh Gott, nein, bitte. Ich weiß, wie es geht. Aber wir können auch schummeln. Also, wir könnten ganz schön schummeln. Also, wir sollen hier drüber rollern im Schutz, aber, naja. Wir könnten auch einfach drüber wegfliegen, ne? Also, wollte ich jetzt nur mal so erwähnt haben. Aber ich will die Federn haben. Also werden wir das machen, wie es gemacht werden soll. Es tut mir leid für alle, die sich jetzt gefreut haben, dass es schnell geht. Ich wollte nur mal zeigen, dass es auch geht. Ist ja auch gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Habe ich mir jetzt ein bisschen schwerer vorgestellt. Ja. Sehr. Was denn? Komm doch her. Will ich Mistvieh. Ich hasse diese auch. Peter. Da geht's lang und wir hören schon wieder ein Geheimnis, aber erstmal, oh ne, dürfte ja voll sein. Kommen wir denn hier lang? Macht das Aua? Nein. So? Ja. Und so? Auch nicht. Okay, jetzt können wir dann gebrauchen, weil das unsichtbar sein, das verbraucht echt übelst viel Energie. So. So, jetzt müssen wir irgendwie hier rein.
Da kommt bestimmt gleich eine Lücke. Aha. Was? Oh. Oh, das... Okay. Gut, das macht es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Also, dezent, ne? Den ersten Teil müssen wir ja nicht wirklich nochmal machen. Wäre ja Blödsinn. Ein Schmetterling bitte. Schnell die Objekte. Achso, die sind gar nicht da. Ich wollte jetzt ganz schnell die Objekte zerstören. Können wir können schummeln. Wo ist denn das Geheimnis, das wir ja die ganze Zeit hören? Ja, hier muss es jetzt gleich irgendwo durchgehen. Ist hier drin vielleicht? Müssen wir dann mal gucken, wenn wir. Müssen wir zur Not nochmal reingehen. Mit Pagey? Achso, dann können wir wahrscheinlich einfach so rauslassen. Ah, jetzt haben wir die Laser ausgeschalten. Hey, ihr da! Ja, du eben! Oh, sicher, wir sind gleich da. Aber der Pagey ist noch nicht offen. Warum nicht? Hi Pagey, wir haben die Herausforderung bestanden. Kannst du bitte den Käfig für uns öffnen? Klar, einen Moment. Hä? Was ist los? Das ist das erste Mal, dass das passiert. Verdammt! Pagey, komm raus jetzt! Sorry, liebe Leute, ich habe wohl Käfigfieber. Geht einfach nicht auf. Tja, dann mach was. Wir müssen dich einsammeln. Ich könnte versuchen, mich durch die Gitterstäbe zu zwängen. Warte kurz. Also schafft er. Ja, genau. Aber der. Ja, na sowas. Es hat geklappt. Soll das heißen, ihr Pagies hättet die ganze Zeit durch die Gitterstäbe gepasst? Ihr müsst das verstehen. Da drin ist es ziemlich bequem. Einer meiner Tasche ist auch bequem. Vor allen Dingen hatten wir das nicht im. Das hat man doch im ersten Level, dass dieser blöde Pagey da nicht durchgekommen ist, oder? So, hier ist irgendwo ein Geheimnis. Komm, Loch, komm. Ich will das haben. Gib mir das. Irgendwo ist hier ein Geheimnis. Hm? Eine Idee. Ja, ich wusste es doch. Ah, ich wusste es doch. Einmal losfliegen nochmal bitte. War doch klar, dass hier in der Mitte was drauf liegt. Boah, krass, die Kamera dreht durch, weil sich das hier die ganze Zeit dreht. Jetzt. Nein, jetzt. Boah. Ah, muss ich erst warten, bis das blöde Loch wieder da ist. Haben wir jetzt eigentlich alle davon? Spielstand anschauen. Nee. Okay, wir haben 4 von 6 und 3 von 6 Lebenerweiterung. Ich vermute, den A haben wir alle. Rex haben wir auch noch nicht gesehen. Fällt mir da gerade auf. Jetzt war das Loch wieder vorbei. Ich vermute im Übrigen, dass wir. Krass. Ja, das ist bald eng geworden. Es sind ja 6 und wir haben plus 5 Welten, dass wir jeweils immer noch eins in der Hub-Welt finden. Also das würde zumindest Sinn machen. Ich weiß nicht wo, wahrscheinlich sind sie total easy, denn ich war außer in den ersten 2 Folgen, glaube ich, war ich nie wieder in der Hub-Welt. Weil man startet auch irgendwie Woritau, wenn man das Spiel startet, und ich bin einfach immer wieder direkt zum Level gelaufen.
Also wir haben dann noch eine Menge zu entdecken. Selbst wenn wir einen Endgegner besiegt haben, das wären bestimmt noch mal 2 Folgen oder so. Also vermute ich jetzt... Was ist denn das? Und ist das bloß ein Weg hoch wieder? Ich glaube, das ist bloß ein Weg hoch, wenn man runtergefallen ist. Schade. Ich dachte, wir haben noch was gefunden. Na gut. So, jetzt haben wir das. Jetzt die blöde klingeln hier die ganze Zeit. So, jetzt weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Also immer noch nicht, weil sie so blöde klingelt. Und zweitens, wüsste ich gar nicht, was wir da machen sollen, können, wollen, dürfen. Weil ich sehe hier nichts mehr. Da hinten ist noch was. Ich fahre mal mit dem DNA-Tor. So, als Schiff. Aber ich sehe hier ehrlich gesagt nichts mehr. Und ich würde jetzt fast die Welt schon vergrößern. Ich meine, es würde mich auch nicht wundern, wenn die Welt nicht ganz so groß ist, ehrlich gesagt. Denn das Spiel wurde ja über Crowdfunding finanziert, über Kickstarter. Und... Jetzt bin ich immer müde. Sobald ich hier davor sitze, werde ich müde. Oder wie gesagt, über Kickstarter finanziert. Und ich würde es nicht wundern, wenn einfach für das letzte Level gar nicht mehr so viel Geld und nicht mehr so viel Zeit übrig war. Achso, hier war gar nichts. Schade. Ja, doch, doch, das habe ich gewählt. Genau. Ah, hier ist auf jeden Fall noch was. Ja, hat sich gelohnt, mit dem Boot zu fahren. Auf jeden Fall. Wir fahren mal kurz ringsrum. Da haben wir nämlich hier zum Beispiel noch so ein. Darin befinden sich noch 3 Federn. Okay, das scheint es schon gewesen sein. Dann machen wir das jetzt noch, was wir jetzt gesehen haben. Und dann... Ja, ein bisschen doof, dass man ja schlecht aus dem Wasser... Also man fällt ja jetzt ins Wasser. Und man nimmt keinen Schaden, aber... Eigentlich müsste man ja Schaden nehmen, nicht? So, ich gehe jetzt erstmal die Federn holen. Dass wir die nicht vergessen, weil... Ich vermute mal, dass das... Teil dann wieder da ist. Hier sind sie. Ein 3 Stück. Hep. So, Dankeschön. War hier gerade was? Ah ne, bloß eine Blume. Okay, okay. Na, ja, guck mal, was es hier hinten Schönes gibt. Wo geht's denn hier hin? Hä? Warum ist denn der jetzt rumgedreht? Alter, was? Okay. 100 Pro drauf laufen. Aber wie soll ich das denn machen? Ist auf jeden Fall ein Ghost Rider. Ich weiß gerade gar nicht, welcher das ist, der diese Geräusche macht. Der gelbe. Ah. Genau, sonst kommt man ja nicht mehr raus, das macht Sinn. Kamera. Was gibt's hier denn noch was? Das würde doch nicht alles sein. Wegen einem Ghost Rider, nicht mal ein Pagey. Oh, nein. Nein! Ah, verdammt, ich dachte, der landet. Muss ich da nochmal hoch? Ja, Mensch.
Jetzt gehe ich dann nochmal hoch, nur um mich umzugucken, oder was? Ich kann nochmal so gucken. Ich will auf den Mond. Oder was auch immer das ist. Es geht nicht anders, ich will da hoch. Dankeschön. Und Dankeschön. Und Dankeschön. Und Dankeschön. Und Dankeschön. Habt ihr ziemlich gut, ne? Was ist denn schon wieder oben? Dankeschön. So, wir können jetzt eigentlich einfach von hier losfliegen, oder? Okay, jetzt können wir uns mal umgucken. Da gibt es die Insel und das. Sterne, ja, da müssen wir die Welt ja eigentlich schon erweitern. Ich befürchte, dass wir ja gar nicht so viele Pages kriegen, wie ich gehofft hatte. Ach, ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Page kriegen, wenn wir alle Federn sammeln. Ich meine, jeder Welt soll es halt 200 geben, nicht? Ihr wisst nicht, wo die hier sein sollen. Gut, wir gehen die Welt mal erweitern. Spielstand anschauen, Moment. Ja, wir brauchen nämlich noch 14 Pages, bevor wir uns dem Endgegner widmen können. Beziehungsweise Kapital B vernichten werden. Das möchte ich mal ganz klarstellen. Ohne Gnade, auch wenn ich befürchte, das ist ein Quiz. Das würde einfach perfekt passen. So, das sind wir auch schon wieder. Oh, zack, 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 zack. Oh, 15 Pages, ne? Easy. Ihr braucht 15 von uns Pages, um diese Welt zu erweitern. Möchtet ihr die Galeonengalaxie erweitern? Ja, bitteschön. Bin ich mal gespannt, was da dazu kommt. Bin ich echt gespannt. Ich weiß gar nicht, wie viele Pages wir jetzt gefunden haben. 2? Errungenschaft freischalten. Fulminant. Yeah, fulminant. Und ab rein geht's. Komm, lade schneller, ich bin gespannt. Schneller. Auch dann übrigens so ein Trottel, der die Scheiße hier schneidet. Galeonengalaxie. Das ist nämlich echt eine Menge. Das Schlachtfeld wird größer, was? Passt da draußen auf, Kids. Und kommt zu mir, wenn ihr Lust auf eine neue Mission habt. Ich dachte, dass der Peti redet. Den Kopf gar nicht gesehen. Lukas, ja, hier ist dezent ein bisschen was dazugekommen. Black Hole in One. Okay, krass, hätten wir. Alter Schwede. Wow, ich wäre jetzt fast ein bisschen enttäuscht gewesen sein, muss ich ehrlich zugeben. Da stehe ich dazu. Mir kam die Welt ein bisschen sehr, sehr klein vor. Aber mit dem, was wir jetzt haben, sind wir bei Weitem noch nicht in der Dimension vom ersten Level zum Beispiel. Aber also wir können ja einfach. Also, ne, warte, wir gucken trotzdem mal. Ob wir von hier aus vielleicht gleich noch woanders hin stoppen können. Und es gibt mehrere Röhren überall hin. Cool. Krass, Alter, was jetzt einfach mal alles dazugekommen ist. Auf einmal ist die Welt voll, ne? Wie gesagt, das kommt nicht auf die an die Dimension der ersten Welt an. Das ist keine Frage. Aber ist schon eine ganze Menge. Ich werde vielleicht mal bei Gelegenheit googeln, wie groß denn das Playtonic Team ist. Denn ich vermute, das sind nicht so viele. Oh, und der blöde Klingel ist übrigens immer noch da, ne? Geh mal hier hoch. Okay, das reicht nicht. Also einmal fliegen bitte. Muss doch hier irgendwo sein. Das nervt mich, ne?
Egal wie groß die Welt jetzt ist, mich nervt diese blöde Klingel. Sind da für Plattformen hier? Hier gibt es ja Plattformen. Geh mal hoch auf den Turm. Ui. Er hat jetzt geschossen. Ach, es waren bestimmt die. Oh, krass. Wo ist denn der DNA-Tor? Der ist da. Ja, die Dinger sind alle wieder kaputt. Ist er? Ist er? Der Pagey ist aber noch frei. Da hinten ist nichts dazugekommen. Das nächste ist dann dort. Ja, wir brauchen eigentlich nur die Röhren der Reihe noch abgeben. Wir brauchen nur. Das ist die Röhre zum Start. Da ist noch was dazugekommen. Hier direkt. So. Und wir haben es vor uns nicht gesehen. Das kann auch sein. Auf jeden Fall eigentlich nur hier die Röhren der Reihe noch durchgehen. Da haben wir 1, 2, 3, 4 Gebiete und das lustige Schiff dort. Wo auch noch Zeug oben drüber schwebt.